Embolos Verletzung schlimmer als erwartet. Embolo, 4 bis 6 Monate Pause. Die Verletzung des Schalker Profis Breel Embolo ist noch schlimmer als befürchtet. Der Schweizer Nationalspieler hat laut Auskunft der Gelsenkirchener Kanö beim Foul des Augsburgers Kostas Stafylidis am Samstag einen Bruch des Wadenbeins sowie einen Riss der Syndesmose und des Innenbandes erlitten. Beim Eingriff fixierten die Operateure das Wadenbein mit einer Platte. Schien und Wadenbein wurden zur Behandlung der Syndesmose-Verletzung mit einem Fadenankersystem gestellt, teilten die Schalker am Sonntag mit. Diese Verletzung hat ganz Schalke geschockt. Wir alle haben gesehen, wie sehr sich Breel schon mit dem Club identifiziert, er sich als junger Spieler mit gerade einmal 19 Jahren in kurzer Zeit bereits zu einem sehr wichtigen Spieler entwickelt hat, sagte Sportvorstand Christian Heidal. Wir werden Breel jede Unterstützung geben, damit er nach dieser schweren Verletzung gestärkt zurückkehrt und dort anknüpfen kann, wo er nun gezwungenermaßen aufhören musste.